Mein Name ist Philipp von Breitenbach und ich bin Marktexperte bei XTB Online Trading. Und wir treffen uns auf der World of Trading 2018. Logischerweise ist ein Jahr vergangen seit der letzten World of Trading. Wenn man sich mal die Kurse anschaut, unterschiedlichste Assetklassen, unterschiedlichste Indizes, sieht es aus, als wäre gar nicht so viel passiert. In Wirklichkeit ist natürlich ganz viel passiert. Wenn man, glaube ich, hier die Trader fragt und sagt, wir stehen ja im Prinzip da, wo wir vor einem Jahr standen, dann werden die sagen, aber was war das für ein Jahr? Wie ist denn Ihre Sicht der Dinge? Das ist vollkommen richtig. Wenn man jetzt einfach nur die Kursstände tabellarisch nebeneinander halten würde, ja, dann hätten wir in den ein oder anderen Asset-Märkten gar nicht so viel Veränderung. Zwischenzeitlich hatten wir aber wahnsinnige Höhen und Tiefen. 2018 hatten wir natürlich dann auch noch die ESMA-Regulierung, die noch eine Rolle gespielt hat für viele Trader, gerade im CFD-Bereich. Und ja, wir können uns gerne mal sozusagen rückblickend ein paar Asset-Klassen anschauen. Ja, dann schauen wir uns doch wohl die spannendste Asset-Klasse, die es im vergangenen Jahr gab, an. Hat im Dezember dann auch den Höhepunkt erreicht. Die Rede ist natürlich vom Bitcoin. Aber wenn man sich da anschaut, was passiert ist, könnte man ja auch meinen, es wäre nichts passiert. Was hat sich im Bitcoin getan? Genau, also wir waren bei der WOT letztes Jahr bei ungefähr $5,000 gestartet. Jetzt stehen wir bei 4.500, 5.000. Aber zwischenzeitlich im Dezember, wie du das richtig angesprochen hattest, standen wir bei sage und schreibe 20.000 US-Dollar im Bitcoin und sind dann eben Anfang des Jahres runtergebrettert. Diese komplette Euphorie hat sich entladen. Und wir haben eben auf der WOT letztes Jahr mit dem Angebot, den Bitcoin auf CFD-Basis zu handeln, eben auch schon diese Möglichkeit nicht vorausgesehen, aber durchaus den Kunden angeboten, dass man eben auch auf fallende Kryptowährungen mit einem CFD traden kann. Und ja, wer das sozusagen richtig getimed hat, der hat heute ein richtig schönes Plus eingefahren. Wie ist denn jetzt die Lage im Bitcoin? Da streiten sich ja auch manche, sagen Bitcoin ist schon wieder vorbei, der Hype war eben Ende 2017, jetzt die Finger von lassen. Andere sagen, jetzt einsteigen, Bitcoin ist gerade genau die heiße Asset-Klasse. Also niemand von uns hat zwar die Glaskugel, aber was gerade die Kurse belastet, ist eine Aufspaltung von Bitcoin Cash, was auch so ein bisschen die Grundproblematik von dieser angeblich sicheren Währung ist, weil die Grundidee von Bitcoin war, dass das nicht beliebig vermehrt werden kann, wie zum Beispiel das Fiat-Geldsystem, in dem wir sind. Was ist jetzt aber, wenn es nach einem Bitcoin eine Abspaltung zu Bitcoin Cash und Bitcoin Gold, jetzt wird nochmal Bitcoin Cash auseinanderbrechen, das heißt, wir hatten da schon 3-4 Währungsreformen im Bitcoin prinzipiell, ja, und das belastet natürlich die Kurse und die Anleger fragen sich, wie diese ganze Kryptogeschichte weitergeht. Was aktuell sehr interessant ist, sind die sogenannten Cross-Pairs. Das bedeutet, dass man sehr viele Kryptowährungen auch gegeneinander handeln kann. Beispielsweise gibt es einen Kurs Bitcoin zu IOTA, ja, einer Kryptowährung, die gerade in Deutschland relativ bekannt ist, und viele andere. Und das sind eben auch noch Märkte, die wir jetzt angeboten haben, weil dort die Kurse nicht ganz so stark schwanken, aber eben die Möglichkeit geben, neben den klassischen Kryptowährungen Trading-Chancen in anderen Bereichen zu suchen. Sprechen wir mal über den DAX. Normalerweise bei der World of Trading spricht man schon über den Start einer Weihnachtsrallye, Jahresendrallye. Meistens kennt der DAX Ende des Jahres nur eine Richtung. In diesem Jahr ist es eher nicht so. Der DAX war fast schon ein richtiger Trading-Wert. Da ging es hin und her in den vergangenen 12 Monaten. Wie siehst du die Lage im DAX? Genau, wir waren bei der letzten World of Trading, standen wir ungefähr bei 13.000 im DAX und jetzt nach einem sehr volatilen Jahr sind wir bei heute Morgen 11.200 und der DAX hat wie übrigens alle Aktienmärkte auf der Welt in den letzten 2 Monaten scharf korrigiert. Und im DAX steht es jetzt gerade auch technisch spitz auf Knopf. Also wenn Jahresendrallye, dann sollte der DAX sich da auch nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Denn sonst könnte es bis Weihnachten vielleicht doch nochmal eine Etage runtergehen. Und die Bullen beten natürlich, dass wir dann spätestens vielleicht Mitte Dezember eine kleine Weihnachtsrallye vielleicht noch haben. Und was 2019 bringt, Stichwort Brexit, was jetzt auch verhandelt wird, wird das ein Hard Brexit. Da sind die Verhandlungen jetzt am Wochenende. Also das spielt jetzt alles gegen Ende des Jahres mit rein. Und da müssen wir einfach abwarten, wie sich das dann ausgestaltet, ob es wirklich zu diesem Schockereignis kommt. Dann hätten wir natürlich auch eine Belastung 2019. Für langfristige Anleger natürlich perfekte Zeiten zum Nachkaufen.
Aber Korrektur hatten wir nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern vor allen Dingen in den USA, angetrieben das Ganze von den Tech-Werten, diesen Highflyern, diesen großen Fangs, die jeder haben will, jeder haben wollte. Ja, da ging es teilweise ganz schön deutlich nach unten. Schauen wir uns mal den Nasdaq 100 an. Ja, auch der hat natürlich diese Tech-Korrektur abbekommen. Wie ist denn da die Lage? Genau, auch im Nasdaq, wenn wir uns WOT 2017, WOT 2018 jetzt anschauen, haben wir 6.300 und heute 6.500. Also eigentlich auch nicht so dramatisch. All-Time-High war bei 7.600, rund 1.000 Punkte höher. Und das ist jetzt eben auch scharf korrigiert worden, wegen einer Vielzahl von Gründen. Einmal sind diese Tech-Werte natürlich sehr stark spekulationsgetrieben gewesen, auch sehr überbewertet. Wenn man Fundamentalanalyse macht, dann kann man sich eigentlich bei diesen Tech-Werken nur die Augen reiben, was dort für Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind und so weiter und so fort. Da ist jetzt einmal die Luft einfach einmal auch durch Gewinnmitnahmen raus, aber auch aus fundamentaler Sicht. Denn wir haben 2019 die Europawahl und wir haben in sehr vielen Parteiprogrammen für die Europawahl haben wir eben das Stichwort Digitalsteuer. Das heißt, die Besteuerung dieser Unternehmen in Europa soll stärker durchgesetzt werden. Da sind Zahlen im Raum von 20%. Aktuell halten sich ja Apple, Amazon. Da hatten wir auch ein Interview mit den Panama Papers. Also da gab es auch so einen Steuervermeidungsmechanismus. Und das soll jetzt alles peu à peu gestopft werden. Und die Frage ist jetzt, ob diese neue Situation, dass diese Tech-Konzerne plötzlich ordentlich Steuern bezahlen müssen, ob das jetzt schon eingepreist ist oder ob da die Korrektur nochmal weitergeht. Also das sind schon spannende Themen, über die wir uns hier unterhalten, aber eigentlich finde ich den Kracher, den haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben. Du hast nämlich noch ein Spezialthema mitgebracht, Emissionshandel. Wir haben vorhin schon ein paar Worte drüber gewechselt, hört man ganz selten drüber, scheint aber was ganz Großes zu sein. Was steckt denn dahinter? Ja, das ist nicht nur deshalb interessant, weil wir es als CFD anbieten, ja, sondern es gibt eben in dieser ganzen Thematik Emissionshandel richtig Bewegung 2019. Wir müssen ganz kurz vielleicht für die Zuhörer erklären, was das genau im Groben ist, denn das Thema ist sehr komplex, das werden wir jetzt heute nicht im Detail besprechen können. Aber prinzipiell ist seit 2005 der Emissionshandel in Europa gestartet. Das Ganze findet über die Leipziger EEX-Börse statt. Und es gibt sozusagen dort das Recht, eine Tonne CO2 zu emittieren in die Luft. Und dieses Recht oder ja, das kostet eben Geld. Gestartet sind wir 2005 bei 20 Euro je Tonne, sind dann auf der Höhe der Immobilien-Euphorie 2007 auf 30 gestiegen und dann passierte Folgendes. Dieser CO2-Wert ist abgestürzt. Finanzkrise, zum Teil wurden ja Fabriken stillgelegt und so weiter. Das heißt, der Bedarf, überhaupt CO2 zu produzieren aufgrund der mangelnden Wirtschaftskraft, hat abgenommen. Wir hatten zum Teil von 30, dann 2010 einen Wert von 3 Euro und dann kam die Diskussion auf, dass man eben diese Werte oder dass man diese Zertifikate reduzieren sollte, weil eben aufgrund der Wirtschaftslage nicht so viel CO2 produziert wird. Und dann hat eben diese Trendwende eingesetzt. Das war 2013, gepaart mit dem Weltklimagipfel in Paris, wo dort dann auch, das ist der zweite dynamische Antreiber im CO2-Preis, zum ersten Mal von einem Mindestpreis gesprochen wurde. Das heißt, wir haben sozusagen einerseits einen Markt, der an einer Börse verhandelt wird über einen Preis. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und jetzt kommt plötzlich eine politische Komponente dazu. Aktuell haben wir eben wieder einen Preis von ungefähr 20 Euro. Das heißt, wir sind ungefähr dorthin zurückgekehrt, wo wir mal gestartet sind 2005. In dieser ganzen Zeit, wie gesagt, von 3 Euro auf 20 Euro hätten Anleger mit einem CFD oder mit anderen Investmentprodukten auf diesen CO2-Preis richtig gutes Geld verdienen können. Und es soll eben noch weitergehen. Es wird davon geredet, dass wir 2020 eventuell einen Mindestpreis zwischen 40 und 80 Euro haben könnten und 2030 sogar zwischen 80 und 100. So, aktuell stehen wir bei 20, deswegen halte ich das für einen sehr, sehr interessanten Zukunftsmarkt, den man unbedingt engmaschig
verfolgen sollte, sich auch gerne mal mit diesem ganzen Thema Emissionshandel an sich auseinandersetzen sollte. 2019 will die EU jetzt auch ein paar Zertifikate wieder vom Markt nehmen. Es soll um 2,2% jedes Jahr verringert werden. Das heißt, wir haben wirklich fundamental Überlegungen im Markt, warum dieser Preis auch weiterhin steigen könnte. Und auf der World of Trading suchen Anleger ständig nach guten Ideen oder nach zumindest Inspiration. Und wenn das keine Inspiration ist, dann weiß ich auch nicht. Also die Marschroute sozusagen, die ist vorgegeben, die ist klar. Wie kann man das jetzt handeln? Das sind ja Unternehmen, die sozusagen das verkaufen oder kaufen können. Was kann jetzt der Privatanleger tun? Wie bekommt man das bei euch? Bei uns bekommt man das ganz einfach als CFD, das heißt als Differenzkontrakt auf steigend oder auch auf fallend. Könnte auch durchaus sein, dass wir eine riesen Spekulationsblase in diesem CO2-Markt plötzlich erleben, wenn das die Runde macht und sehr viele Leute darauf spekulieren. Ja, das kann sehr gut sein. Dann ist es interessant, ein Instrument zu haben, womit man sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse sehr, sehr einfach spekulieren kann. Ein bisschen schwerer wird es dann, wenn man dann tatsächlich die Futures kauft, was man durchaus auch tun kann. Ist natürlich sehr kapitalintensiv. Mit einem CFD kann man das sehr schön kleinstückeln. Deswegen ist das für Privatanleger attraktiver als jetzt direkt über den Futures-Markt.